Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video über Suicide Squad Critical Justice League und heute sprechen wir mal über die ersten Patch Notes. Es ist ja soweit, erste Patch ist erschienen, was ist drin, was wurde behoben, was ist immer noch nicht besonders gut für manche Leute und so weiter und so fort. Ich habe die Patch Notes für euch auf Deutsch dabei, sporadisch übersetzt und wir gucken uns mal an, was sich so getan hat. Steigen wir ein. Den Link zu meinem Blogbeitrag, wo ich euch diese Übersetzung mit reingepostet habe, das findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das nochmal durchlesen möchtet. Die Patchnotes starten eigentlich mit einem kleinen Brief, sage ich mal, sozusagen. Hallo Taskforce X. Wir möchten zunächst einmal Danke sagen an alle, die Suicide Squad bisher gespielt haben. Wir haben es geliebt, eure Geschichten aus Metropolis zu hören und können es kaum erwarten, unseren Kampf gegen Brainiac mit euch zusammen fortzusetzen. Dieser Patch behebt hauptsächlich einige der Bugs und Probleme mit der Schwierigkeitsanpassung, die Spieler beeinträchtigen, als sie zu den höheren Meisterschaftsleveln 40 plus vorangeschritten sind. Wir hoffen, dass diese Änderungen zu einem ausgewogeneren, abwechslungsreicheren und insgesamt angenehmeren Erlebnis führen werden, während ihr euch immer größeren Herausforderungen stellt. Also hier schon die Einleitung. Dieser Patch zielt hauptsächlich auf Änderungen ab hinsichtlich dem Endgame und Leuten, die sich dort befinden. Insbesondere auch das mit dem Brennen und der Skalierung von Brennen. Dazu aber gleich noch mehr. Jetzt kommt das Wichtige. Wir wissen jedoch, dass einige unserer Spieler auf Probleme stoßen, die in diesem Patch nicht behoben wurden. Dazu gehören aber nicht beschränkt auf Probleme mit der Spielersuche, Login-Probleme, Leistungsprobleme und Fortschrittsprobleme unter anderem. Obwohl es uns nicht möglich war, diese Korrekturen in diesem Patch umzusetzen, seid versichert, dass wir uns der Frustration bewusst sind, die diese verursachen können und dass wir an weiteren Verbesserungen in den kommenden Patches arbeiten. Wir werden unseren Kanal für bekannte Probleme auf unserem offiziellen Discord in naher Zukunft aktualisieren, sobald sich der Status dieser Probleme ändert. Wir sehen uns in Metropolis. Also hier das, was eigentlich relativ viele enttäuscht hatte. Gestern habe ich viel an Feedback bekommen, einerseits unter dem Video selbst bei YouTube, was ich gestern veröffentlicht hatte vor dem Patch, ja, und andererseits auf Twitter und auf Discord. Und viele, die das Spiel halt einfach lieben und gerne zocken, haben hier natürlich weiterhin Probleme, teilweise sich einzuloggen oder teilweise Probleme, Multiplayer-Matches mit Freunden und so weiter auf die Beine zu stellen. Auch wir hatten gestern wieder erneut das Problem, auch eine Multiplayer-Session zu machen im Stream. Das heißt, das wird vorläufig einfach noch so sein. Da müssen wir leider Geduld haben. Und ich hoffe, viele Leute, die eben das Spiel auch genießen und feiern, bringen diese Geduld mit. Da müssen wir jetzt vielleicht einfach durch. Ja. Also schade, ich habe es gestern auch sehr bedauert im Stream. Und ich hoffe einfach, dass sie in den nächsten Updates wirklich abliefern und an den Stellen ansetzen, die jetzt wirklich die Knackpunkte sind. Man kann jetzt aber andersrum auch sagen, wenigstens haben sie jetzt schon mal Bugfixes gemacht, ein paar, die sie machen konnten. Vielleicht dauern diese anderen Problembehebungen einfach länger als jetzt zum Beispiel diese einfachen Bugfixes. Nämlich zum Beispiel ein Bug, der dazu führte, dass Brandschaden sowohl mit Spieler-Schadensbuffs als auch mit Feind-Debuffs skalierte. Brandschaden sollte nur durch Feind-Debuffs skalieren. Dazu auch ja in meinem vorletzten Video war es, glaube ich, habe ich ja schon Stellung dazu genommen, wo die Devs sich zurückgemeldet haben. Da wurde genauer drauf eingegangen. Da gibt es auch noch einen Artikel auf dem Blog bei mir, falls ihr den nochmal nachlesen möchtet, in deutscher Fassung. Ein Bug wurde behoben, dass der Toyman erlaubte, mehrere gleiche Augments auf eure Ausrüstung zu stapeln. Das war auch nicht gewünscht oder gedacht. Ein Bug wurde behoben, der manchmal verhinderte, dass Änderungen an Augments auf eure Ausrüstung gespeichert wurden, nachdem ihr eine Multiplayer-Sitzung verlassen und einer Einzelspielersitzung beigetreten seid. Das sind jetzt mal die Bugs, die behoben wurden. wäre schlimm, wenn jetzt neue Bugs dazukommen. Hatten wir auch schon alles, ne? Änderungen. In diesem Release ist die Schadensreduktion von Heatwaves, glühende Haut und der Schildkröte wurde von 100% auf 90% reduziert. Auch darauf wurde schon Bezug genommen, dass diese vollständige Immunität weggenommen wurde und dann nur 90% Schadensreduktion bei Spielern im Endgame es geschafft haben, diesen Effekt immer und immer zu wiederholen und quasi eine andauernde Immunität herstellen konnten. Das war nicht Sinn dieser Mods. Ich glaube, es sind beides Mods und deswegen haben sie es auf 90% reduziert. Aufgrund der Nutzung bestimmter Missionsmechaniken durch einige Spieler gewähren Fahrzeugtötungen während Gizmos Blatt. Das war dieses Video, was ich gestern eigentlich veröffentlicht habe. Es ist jetzt auf nicht gelistet gestellt, weil dieser Tipp mittlerweile obsolet ist. Es ist keine Möglichkeit mehr, hier XP zu farmen mit dieser Mission. Das haben sie auch mit diesem Update leider begraben. Mit der Korrektur des Brandschadens werden Spieler wahrscheinlich nicht mehr dasselbe Meisterschaftslevel erreichen wie zuvor. Also
weil sie eben an diesem Brandschaden diesen Nerf gemacht haben. Jetzt ist natürlich auch, dass die Bestenliste sich dann auch verändern wird. Sie sagen jetzt hier aber, wie auch schon angekündigt, die Leute, die jetzt damit wirklich massig viel gerissen haben und wirklich in den Bestenlisten ganz vorne waren mit diesen Builds, die werden verewigt. Diese Bestenliste wird archiviert. Es ist für jeden, bleibt es abrufbar. Und die Leute, die hier die beste Performance geliefert haben, sind immer noch quasi verewigt in dieser Bestenliste. Es wird jetzt eine neue Bestenliste geben. Die alte bleibt aber abrufbar. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal auch wichtig, die hier gucken, dass sie ganz weit vorne sind. Dann mit der kommenden Korrektur der Skalierung des Brandschadens und den Bedenken bezüglich einer Sackgasse beim aufsteigenden Meisterschaftslevel haben wir die Gesundheitsskalierung der Feinde vom Meisterschaftslevel 46 und darüber hinaus reduziert. Heißt, weniger Gesundheit der Feinde. Also die Gesundheitsskalierung ist nicht mehr so krass. Über Meisterschaftslevel 46 hinausgehend. Das ist vielleicht auch eine gute Sache für alle, die da schon sind, dass es nicht mehr so aggressiv skaliert. Um die Dinge herausfordernd zu halten, werden Feinde auf Meisterschaftslevel 46 und darüber nun mehr Schaden verursachen. Das ist dann wiederum das andere wieder ein bisschen nach oben geschraubt, das andere nach unten geschraubt. Mal gucken, wie sich das ausgeht dann in der Praxis. Damit haben wir auf jeden Fall mal die ersten Patch Notes durchgesprochen. Wie gesagt, sie haben es selber schon in den Patch Notes erwähnt, dass ihnen das bewusst ist mit diesen Login-Problemen und so weiter und so fort. Es ist natürlich sehr schade, dass sie das jetzt nicht direkt behoben haben oder beheben konnten. Die Hintergründe sind uns ja leider nicht bekannt und die Komplexität dieser Probleme sind uns leider auch nicht bekannt. Dementsprechend das zu beurteilen liegt mir aktuell fern. Ich kann wirklich nur hoffen, dass Rocksteady bald möglichst diese Probleme behebt für die Spieler, denn das würde dem Spiel jetzt definitiv gut tun, die Leute, die wirklich am Spiel Gefallen gefunden haben und auch weiterhin Gefallen dran finden möchten, sollten auch die Möglichkeit haben, dieses Game zu genießen und möglichst in einer guten Form zu genießen. Am Anfang ging es ja eigentlich nach dem Release, kurz nach dem Release war ja eigentlich alles soweit okay. Die Probleme kamen jetzt nur nachträglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie mit Updates auf diesen Plattformen zu tun hat, also PlayStation, Xbox, irgendwas, was das Crossplay zum Beispiel auch in Boden zieht oder irgendein Server-Update, irgendein Technik-Update im Hintergrund, hat irgendwelche Funktionen zerschossen, die davor eigentlich gestimmt haben. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie jetzt erstmal gucken müssen, wie sie das wieder gerade biegen und das dauert wahrscheinlich Zeit. Aber ja, ich hoffe, wir können alle geduldig bleiben. Meine Community, Leute, ihr habt mich gestern wieder aufgebaut im Stream. Ich war ja wirklich ein bisschen niedergeschlagen durch den Patch, aber mittlerweile nach einer Nacht drüber schlafen, muss ich sagen, Optimismus ist zurückgekehrt, wird schon werden und hoffentlich bringt dann auch die Season 1 im März und die nächsten Wochen einfach genügend neues Futter und genügend guten Stoff für uns alle, die das Spiel genießen. Ich hoffe es sehr. Danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Video hoffentlich. Macht es gut, Leute, und ciao.